Über den Tellerrand. Der Name ist Programm. Wir beleuchten Themen aus den Bereichen Lebensmittelerzeugung, Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelkonsum, die uns alle bewegen. Wir fragen Experten und wir bieten Perspektiven an. Wir liefern Fakten, die helfen, eine Meinung zu haben oder zu bilden. Wir geben keine Meinung vor und bewerten nicht. Wir, das sind Ursula Riegler und Christoph Zezerle. Und heute sind wir zu Gast im ältesten Tiergarten der Welt, soviel ich weiß. Genau, richtig. Gemeinsam mit der Frau Dungel. Schönen guten Tag. Zoologin, Titel wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht welchen. Ist auch nicht das Wichtigste. Ja, also ich habe Zoologie studiert und bin hier als zoologische Kuratorin tätig. Sie werden uns heute durch einige Stationen durchführen und uns erklären, was eigentlich wirklich im Wiener Tiergarten gemacht wird. Von Show bis zu Zuchtprogrammen und Tierschutz. Ja, also ich werde versuchen, Ihnen einen kleinen Einblick zu geben, anhand ausgewählter Tierarten, für die ich zum einen zuständig bin, wo ich aber auch angenommen habe, dass es vielleicht spannend sein könnte und gut zum Thema Tierwohl passt. Und wir versuchen Ihnen anhand von Beispielen zu zeigen, wie wir versuchen, Tierwohl zu messen, zu erfassen und danach unsere Haltungsbedingungen stetig zu verbessern. Wo fangen wir denn an? Wir fangen bei den Giraffen an. Wir stehen hier schon vor dem Giraffenpark. Das ist eine relativ neue Anlage, die 2017 eröffnet wurde. Und ich denke, das ist eben auch so ein Beispiel, wo man ganz gut zeigen kann, was muss man alles bedenken, wenn man für eine Tierart eine Anlage plant? Was muss man dann aber auch in der Tagesroutine, im täglichen Ablauf bedenken? Worauf schauen die Pfleger? Auf welchem Weg können wir wirklich dann auch feststellen, wie geht es dem Tier heute? Wie sind die drauf? Mangelt es an irgendwas? 2017 haben Sie gesagt, ich kann mich erinnern, dass vor kurzer Zeit noch die Giraffen oben beim Tirolerhof waren, beim Tierarzt. Wir hatten ein Ausweichquartier für den Umbau. Es war auch davor hier schon das Giraffenhaus, das historische Giraffenhaus. Wir hatten den Wunsch, die Anlage neu zu gestalten, vor allem den Innenbereich zu vergrößern für den Winter, weil die Giraffen bei einem kalten Wetter, wie wir es jetzt im Winter haben, bei Schnee, bei Eis, nicht viel in die Freianlage können. Das heißt, die frieren heute bei plus 1 Grad. Das ist nicht Giraffenwetter, oder? Sie würden frieren, okay. Ja. Haben es aber in ihrem Haus wohlig warm. Und wir haben umgebaut, haben hier einen Wintergarten angebaut ans historische Haus, haben diesen Innenbereich eben vergrößert und die Tiere, die wir davor schon hier gehalten haben, waren inzwischen im Ausweichquartier. Bevor wir hier mit dem Umbau begonnen haben, es war hier auch davor schon eine Giraffenhaltung gegeben. Der Grund, warum wir erst jetzt dann zurückgekommen sind in diese neu gestaltete Anlage, ist der, dass wir einen sehr alten Bullen hatten. Das war sogar der älteste Bulle im ganzen Zuchtprogramm und der war nicht mehr transportfähig. Giraffen sollen natürlich auch nicht allein gehalten werden. Das heißt, die beiden Weibchen Carla und Rita waren weiterhin bei ihm. Und so haben wir dann parallel sozusagen zwei Giraffengruppen gehabt. Hier schon die junge Netzgiraffengruppe, die sofort in die neue Anlage eingezogen ist. Und zugleich aber auch noch im Ausweichquartier die alte Gruppe. Mitte letzten Jahres musste der Kimber, unser Bulle, dann aus Tierschutzgründen eingeschläfert werden. Und die beiden Weibchen sind dann runtergekommen hier in den Giraffenpark und leben nun gemeinsam mit der jungen Netzgiraffengruppe. Was für eine Tiergattung sind Giraffen eigentlich? Giraffen sind Paarhufer, sind Wiederkäuer, leben in afrikanischen Savannen. Und es hat bei denen noch vor gar nicht langer Zeit auch in der Systematik Umstellungen gegeben. Man hat davor von einer Giraffenart mit 9 verschiedenen Unterarten gesprochen. Nun ist man aufgrund von Analysen drauf gekommen, dass sie sich auf 3 Arten erweitern lässt und die wiederum in verschiedene Unterarten aufgegliedert werden. Also wir haben hier aktuell eine Netzgiraffengruppe
und aus unserem früheren Bestand noch zwei Weibchen, die Hybriden sind. Also da sind verschiedene Unterarten vermischt. Ich habe noch eine Frage, bevor wir uns näher auf die Giraffen einlassen. Also zum einen vielleicht für unsere Hörerinnen, wir klingen ein bisschen dumpfer, weil wir in den Innenräumen natürlich Maske tragen für die Aufnahme. Und das andere ist, ich habe vor ein paar Tagen gehört, dass der Zoo Schönbrunn zum besten Zoo gekürt, gerankt, bewertet wurde. Und da war im Beitrag auch, dass es unter anderem auch Tierwohl und andere Kriterien gibt. Wie wird man zum besten Zoo und welche Kriterien muss ich da erfüllen, damit ich dieses Ranking anführe? Also dieses Ranking umfasst sehr verschiedene Aspekte. Natürlich auch Tierwohl, aber auch einfach wie präsentieren sich die Tiere sozusagen aus Sicht des Besuchers. Also das ist ein Ranking aus Besuchersicht. Und das heißt, was kann ich hier von einem Zoobesuch auch mitnehmen? Was kann ich hier lernen? Zoos haben ja unter anderem einen Bildungsauftrag, sollen aber auch den Erholungsaspekt erfüllen. Und das heißt, wenn ich hier als Besucher durchgehe, was nehme ich von dem Ganzen mit? Wie ist mein Empfinden? Habe ich auch das Gefühl, dass sich die Tiere hier wohlfühlen? Besucher haben ja da oft auch eine ganz gute Sensorik dafür. Und wenn Tierwohlkriterien nicht gut erfüllt sind, dann empfinden Besucher das meist auch so. Und dann nehmen sie von einem Zoobesuch auch nicht sehr viel positive Emotionen und Erfahrungen mit. Okay. Um wieder sozusagen zurück zu den Giraffen zu kommen. Das heißt, man verfolgt auch das Ziel, dass man jetzt nicht nur Tiere hält, für Zucht oder für andere Zwecke, sondern auch den Besucherinnen irgendwo Verständnis mitgibt. Was sind die Anforderungen? Wie fühlt sich eine bestimmte Tierart wohl? Was brauchen die? Also auch ein bisschen einen pädagogischen Anspruch, oder? Absolut. Ja. Okay. Also wir wollen diesen Bildungsauftrag zum einen erfüllen. Wir wollen Besuchern Tiere näher bringen. Und ich denke, dass Zoos das auf eine ganz andere Weise noch können, als es zum Beispiel im Fernsehen bei einer Dokumentation möglich ist oder wenn man ein Buch aufschlägt, weil man hier wirklich mit allen Sinnen angesprochen ist. Man hört das Tier, man riecht das Tier, man ist in unmittelbarer Nähe und kann es so wirklich ganz anders wahrnehmen in seiner ganzen Erscheinung als jetzt zum Beispiel im Fernsehen. Es ist eben dieser Bildungsauftrag, aber was natürlich auch mitspielt ist, was ist bei Tierhaltung wichtig? Wir haben bei uns zum Beispiel auch den Heimtierpark, wo ganz bewusst auch Haustiere gehalten werden und somit auch gezeigt wird, was ist wichtig, wenn ich zu Hause Wellensittiche halte, wenn ich Meerschweinchen halte, wenn ich Kaninchen halte. Also auch das ist Teil unserer Aufgaben. Ja. Gibt es auch Tiere, die bei Ihnen abgegeben werden, weil ein Tierhalter sagt, er weiß nicht mehr damit umzugehen oder keine Ahnung? Das ist nicht möglich, okay. Nein, wir sind keine Auffangstation. Ja. Okay, also wird es vorkommen und Sie schicken dann jemanden wohin, wo er hingehört? Oder ja, ja. Okay. Also Anfragen gibt es durchaus, ja. Ja, und wir vermitteln dann weiter. Und wenn wir jetzt die Giraffen anschauen, die lauschen da recht, ich bilde mir ein, interessiert, das ist wahrscheinlich Einbildung. Nehmen die uns jetzt wahr? Wie geht es denen gerade? Sie sind die Expertin. Wie kann man feststellen, ob sich ein Tier wohlfühlt? Es gibt da sehr viele Aspekte, wie man das beurteilen kann. Zum einen ist es natürlich die Körpersprache, ist es Haltung, ist es Anspannung, die man bei einem Tier auch sehen kann. Wie sind die Sinne angesprochen oder wie aktiv wird da gerade gehorcht, geschaut, die Umgebung eingefangen. Man kann es dann aber natürlich auch aufgrund sehr konkreter Daten versuchen zu messen. Was wiegt ein Tier? Wie ist bei einem Tier die Körpertemperatur? Wie sind Blutwerte? Also auch das liefert natürlich sehr wichtige, wertvolle Daten, um beurteilen zu können, ist ein Tier gesund? Geht es einem Tier gut? Fühlt sich ein Tier wohl? Stichwort Körpertemperatur, noch eine Abschlussfrage. Ich finde, wir Menschen gehen ja oft sozusagen von unseren Ansprüchen und von unseren Anforderungen und so weiter aus und legen das auf Tiere um, was ja meistens ein Blödsinn ist. Wie viel Grad hat denn eine Giraffe? Also was jetzt Sie haben absolut recht, dass man da sehr vorsichtig sein muss, nicht eigenes Befinden aufs Tier zu projizieren. Gerade Körpertemperatur ist bei den meisten Säugern gleich. Also da kann man sehr wohl von unserer ausgehen. Das heißt, die hat 36,5 Grad? In etwa, genau. Okay. Ja. Werden wir dann später wahrscheinlich beim Panda noch feststellen. Wir werden das heute dann im Training auch messen. Aber ansonsten ist es natürlich durchaus richtig,
dass man sehr aufpassen muss, objektiv zu bleiben und nicht das, was einem selbst wichtig ist, aufs Tier zu projizieren. Also nur weil ich jetzt ein wärmeliebender Mensch bin, der schneller mal friert, kann ich nicht davon ausgehen, dass es ein Panda ähnlich empfindet. Ja. Im Gegenteil, der fühlt sich bei kühlen Temperaturen sehr wohl. Ach, und dem wird es eher im Sommer schnell mal zu heiß. Okay, wirklich? Hätte genau umgekehrt eingeschätzt, ohne irgendwas zu wissen. Genau, ja. Mensch, das heißt, und Tier, wenn wir gerade über das Fiebermessen gesprochen haben, die Werte gehen dann also hinein zu den Giraffen und messen die Temperatur. Gibt es diesen Kontakt zwischen Giraffen und Tierpfleger? Es sind die Giraffen im sogenannten geschützten Kontakt gehalten. Das heißt, sie gehen nicht direkt zum Tier in die Anlage hinein, sondern es gibt immer eine Barriere dazwischen. Aber über diese Barriere, über Training, ist es sehr wohl möglich, da trotzdem bestimmte Werte zu messen, zu nehmen und da auch mit dem Tier zu interagieren. Wir können uns das im Fall der Giraffen auch ansehen. Wir haben da im Backstage-Bereich, da sehen wir im Moment noch nicht hin, wir stehen da im Wintergarten. Ah, deswegen wurden sie jetzt rausgeschickt, die Giraffen, weil eine Tierpflegerin im Gehege drinnen ist. Da kommt gerade jemand und füllt Futter nach, auf einer Höhe von 2,50 Meter. Genau, was wir da im Hintergrund gerade hören, ist, dass da Pellets nachgefüllt werden in die Futterschalen. Es wird da jetzt auch ein Beschäftigungselement, ein neues, aufgehängt. Sie hatten zuvor einen Ast. Wir haben jetzt im Winter zwar leider kein Laub, aber die Giraffen nur noch Äste sehr gerne abrinden, wie man da recht gut sehen kann. Das heißt, die sind dann bei so einem Ast sehr rang damit beschäftigt, den da Stück für Stück abzunibbeln. Was jetzt aufgehängt wird, ist unser sogenanntes Bällerohr. Das ist ein Plexiglasrohr mit Kunststoffbällen drin und aber auch Leckerlis mit Laub, mit Pellets. Und wir werden dann, wenn die Giraffen wieder in den Wintergarten rauskommen, gleich sehen, wie sie da mit den langen Zungen versuchen werden, diese Leckerlis rauszufischen. Wir machen das nicht, weil wir die Tiere da sortieren wollen, sondern es ist bei Giraffen ganz wichtig, dass sie beim Fressen ihre Zungen einsetzen. Also das ist wirklich auch physiologisch wichtig. Es wird so die Speichelproduktion angeregt. Und es ist ganz wichtig für den gesamten Verdauungsprozess, dass das passiert. Das heißt, wir füttern eigentlich alles, egal ob Pellets, ob Laub, ob Heu, irgendwie in Behältern, wo es kleine Öffnungen gibt und wo sie mit den Zungen dieses Futter, diese Leckerlis raus angeln. Das hängt jetzt auf 4 Meter Höhe. Das heißt, wurde, kommt das Erwachsene oder die erwachsenen Tiere rauf, die Jünger, da standen zuerst kleinere Giraffen herum, kommen die alle da rauf? Die sollten alle raufkommen, wenn nicht, werden die Pfleger dann nochmal nachjustieren. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, das gleich sofort richtig einzustellen, die Höhe wird dann sicher nochmal überprüft und nochmal nachjustiert. Man simuliert damit quasi das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, quasi die Nahrungsaufnahme in der freien Wildbahn, so wie die sich normal von irgendeinem Baum irgendwas runter. Genau, ja, also ein klassischer Futterbaum für Giraffen in der Wildbahn ist die Akazie, die ja bekanntlich auch sehr lange spitze Dornen hat, die die Giraffe auch vermeiden möchte und muss. Das heißt, was sie in der Wildbahn machen, ist, dass sie bei der Akazie da zwischen den Dornen versuchen, die Blätter rauszufädeln, abzuzupfen und so da ihr Futter zu erwerben. Sind diese Giraffen hier Zuchtgiraffen oder waren das mal Wildgiraffen? Also die Tiere kommen aus holländischen Zoos, die Netzgiraffengruppe, und sind auch bei uns als Zuchtgruppe gedacht. Es gibt für Giraffen ein europäisches Zuchtbuch, ein Zuchtprogramm, im Rahmen dessen ein Koordinator entscheidet, wer bekommt welche Tiere. Welche Tiere sind nicht verwandt und bilden genetisch eine gute Paarung. Und so haben wir eben diese junge Netzgiraffengruppe bekommen, mit der wir auch vorhaben zu züchten. Und das macht man in Zoos so auch so koordiniert europaweit offensichtlich, weil Giraffen sonst in der freien Wildbahn vom Aussterben bedroht wären? Oder was sind die Gründe dafür, dass man im Zoo züchtet? Weil wenn ich jetzt als Laie banal oder ganz naiv frage, wenn es die in der freien Wildbahn gibt, die züchten ja für sich.
und vermehren sich und bekommen Jungtiere und so weiter, braucht es die Zoos trotzdem, weil es sonst zu wenig Nachwuchs gäbe? Also das ist von Tier zu Tier unterschiedlich zu beantworten. Bei den Giraffen ist es nicht so, dass es Wiederansiedlungsprojekte gibt. Also Zoos züchten nicht für die Wildbahn. Aber Zoos möchten natürlich auch nicht der Wildbahn Tiere entnehmen. Das heißt, man muss schauen, dass die Zoopopulation stabil ist und auch genetisch gesund. Und darum gibt es diese Koordinatoren, die für ganz Europa, für alle europäischen Zoos das regeln und da die Daten sammeln und sich anschauen, welche Haltungen sind geeignet für Zuchtgruppen und welche Tiere sollte man wie verpaaren. Okay. Ich wollte, weil ich das Gebäude irgendwie toll finde, ein wenig auch auf die Architektur und Planung kommen, weil ich annehme, dass das eine sehr starke Entwicklung gibt in diesem Bereich. Wer plant ein solches Giraffenhaus? Wer arbeitet damit? Ist das ein Architekt, der fancy Designideen umsetzt? Der weltweit Giraffenhäuser baut. Also mit fancy Designideen haben wir meist keine große Freude, muss ich ehrlich gestehen. Es gibt eigene Architekten, die sich da in diese Thematik eingearbeitet haben, die die Ansprüche von Zoos, von Tierhaltung kennen und die dann gemeinsam mit Technikteams im Zoo, mit den Zoologen, mit den Veterinären, mit den Tierpflegern planen und versuchen, da in so einem Tierhaus für alle das Beste rauszuholen. Für alle heißt natürlich an erster Stelle fürs Tier, für den Pfleger im Sinne dessen, dass er hier auch gut reinigen kann, gut Futtermittel platzieren kann. Wir haben ja gesehen, dass wir da diese Motoren haben, mit denen man Futterkörbe, Heukörbe, Beschäftigungselemente hochziehen kann. Müsste der Pfleger da jedes Element hochkurbeln, er hat irgendwann solche Ärmel, aber wer schnell ermüdet. Ja, und so versucht man halt gemeinschaftlich diese ganzen Ansprüche zu erfüllen, also Punkt 2 Pfleger und dann aber natürlich auch ganz wichtig der Besucher. Also der Besucher soll ja von seinem Zoo-Erlebnis eben auch was mitnehmen können. Er soll zum einen das Tier gut sehen, gut beobachten können. Uns ist aber immer auch wichtig, dass Tiere die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen und auch mal einen Moment der Ruhe zu finden in einem geschützten Bereich. Jetzt haben sich auch die Giraffen zurückgezogen. Ja, sie mögen uns nicht. Jetzt schauen wir, was wir noch für Tiere sehen. Genau. Oder? Wir können vorab gerne auch noch in diesen Hintergrundbereich schauen. Ja, super, ja, wenn wir das können. Sehr gerne. Ich kann da diesen Trainingsstand mit der integrierten Waage noch herzeigen. Den schauen wir uns an, wenn das geht, super. Hier sind noch verschiedene Beschäftigungselemente. Da sieht man eben diese Kanister und Gefäße mit Löchern, wo man Leckerlis einfüllen kann und die Giraffen. Was für ein Leckerli kriegt eine Giraffe? Also so die Oberleckerlis, das sind aus dem Pferdebereich, da gibt es verschiedene Fruchtgeschmäcker, die Giraffen recht gerne auch mögen. Und ansonsten bekommen sie ihre Standardpellets oder eben auch Laub da drinnen. Es ist so, dass wir wirklich versuchen, sie ganzjährig auch mit Laub zu versorgen. Das heißt, wir haben im Mai, Juni, Juli immer so Aktionen, wo Äste entlaubt werden, das Laub eingefroren wird für den Winter. Und die Pfleger können dann täglich da eine gewisse Portion auch wieder auftauen und den Giraffen zur Verfügung stellen. Von welchen Mengen reden wir da bei einer riesigen Giraffe? Also beim Laub ist so, dass wir in der Saison halt wirklich versuchen, im großen Stil Äste aufzuhängen und Laub zu verfüttern. Im Winter müssen wir das leider ein bisschen einschränken, weil wir da nicht die Kapazitäten haben, die Giraffen ausschließlich mit aufgetautem Laub zu füttern. Sie bekommen Luzerneheu als Basisfutter und zusätzlich eben das aufgetaute Laub. Und was frisst eine erwachsene Giraffe? Sind das ein paar Kilo Futter am Tag oder wie viel stellt man sich da als Laie vor? Wir können uns die Heuraufen dann anschauen, wo gelockert die Heubinkel eingefüllt werden. Also man kann sagen, so am Tag für die Gruppe mit 5 Tieren brauchen wir so 1,5-2 Heubinkel. Mhm. Gut, und große Tiere, die brauchen eine Menge Futter wahrscheinlich. Und überhaupt, wenn sie beschäftigt werden. Das heißt, die Beschäftigung zielt darauf ab, dass man sagt,
Man möchte, dass die Tiere sich bewegen und irgendwie annähernd etwas tun, was sie in freier Wildbahn auch tun würden, oder? Genau, ein wichtiger Aspekt beim Tierwohl ist ja auch die Möglichkeit, natürliches Verhalten auszuleben. Und da zählt bei den Giraffen eben dazu, dass sie... Da knuspelt schon jemand an dieser Plexi-Stange da oben auf 4 Metern und holt sich schon Futter raus. Genau, sie sind jetzt wieder im Wintergarten. Also sie waren eben kurzfristig in den Backstage-Bereich geholt, damit die Pfleger hier das neue Futter und die Beschäftigung anbringen konnten. Und jetzt sind wieder die Tiere im Wintergarten und lassen es sich schmecken. Es geht recht zackig, dass diese Rolle schon deutlich leerer ausschaut. Es schmeckt offensichtlich, wenn man den Gesichtsausdruck richtig interpretiert. Es scheint gut zu schmecken, ja. Interessanterweise habe ich hier auch eine Klimaanlage gesehen. Das heißt, das ist eine Lüftung in dem Fall, aber es wird natürlich die Temperatur kontrolliert. Also Giraffen sollen immer einen Bereich haben mit mindestens 20 Grad. Und wir schauen auch, dass die Luft nicht abgestanden ist, dass hier immer Frischluft zugeführt wird, umgewälzt wird. Jetzt sieht man gerade, was unsere Hörer nicht sehen können, dass die Giraffe da an dieser Kunststoffstange mit den Bällen und den Ästen drinnen sehr gefinkelt mit ihrer Zunge, so wie sie es vorher beschrieben haben, versucht, die letzten Blätter und Asteln da rauszuziehen aus dieser Rolle mit den Löchern. Genau, ja, sehr interessant. Auch darum ist es auch ein Plexiglasrohr. Wir wollen auch da dem Besucher die Möglichkeit geben, das wirklich genau zu beobachten. Diese spezielle lange Zunge, also die sind ja etwa 50 cm lang und sind sehr dunkel gefärbt. Das ist wahrscheinlich ein UV-Schutz. Und auch das versuchen wir, indem das ein Plexiglasrohr ist, unseren Besuchern näher zu bringen. Und das zweite Tier sieht man, da gibt es einen Heukorb, auch auf 4 Meter Höhe. Da wird gerade eifrig Heu geschmaust. Ja, und auch das aus eher kleinen Öffnungen wiederum mit der Zunge rauszuziehen. Also man muss ein bisschen sich bemühen drum ums Futter quasi. Genau, ist nicht so ganz ein Präsentierteiler. Sie haben gesagt 20 Grad, das heißt, die Tiere würden jetzt bei plus 1 Grad nicht annähernd freiwillig rausgehen. Oder würden sie trotzdem rausgehen, auch wenn ihnen kalt ist? Sie würden eventuell kurz rausgehen, worauf wir aber auch achten müssen, ist, wie die Bodenbeschaffenheit ist. Die verkühlen sie ja wahrscheinlich sonst, oder? Also für einen kurzen Moment ist das schon möglich, aber wenn der Boden glatt ist, wenn es eisig ist, dann ist halt auch die Gefahr, dass sie ausrutschen, dass sie stürzen, dass sie sich vielleicht ein Bein brechen. Das heißt, wir müssen auch immer im Hinterkopf haben, ist es ganz trocken, dann ist es vielleicht für kurze Zeit möglich, dass sie rausgehen. Wenn es so wie heute schneebedeckt ist und eisig, dann gehen sie gar nicht raus. Noch eine abschließende Frage zu den Giraffen. Kriegen die einen Schnupfen oder werden die krank? Gibt es Corona im Zootier-Kontext? Man liest ja immer wieder, dass Tiere sich auch anstecken können. Ja, man liest immer wieder auch, also ich habe schon von mehreren Zoos jetzt auch gelesen, dass es da zu Infektionen gekommen ist. Bei den Tierarten, bei denen wir wissen, dass hier eine Gefahr besteht, tragen die Pfleger im Kontakt dann auch Masken, um das zu verhindern. Ansonsten bei einer Giraffe muss man schauen, ob die Nase rinnt, ob die Augen tränen, ob sie irgendwie apathisch wirken. Das würde halt alles Hinweis darauf geben, dass es dem Tier gerade nicht so gut geht. Aber schauen wir mal zum Trainingsstand. Ja. Vorsicht bei dem Ast. Wie wird es konkret die Temperatur gemessen bei so einem riesigen Tier? Wie beim Kleinkind? Oder? Also bei der Giraffe machen wir das nicht standardmäßig. Beim Panda ist es eine rektale Messung, wie wir dann im Training noch sehen werden. Und da muss man das Tier halt sehr langsam schonend darauf vorbereiten und das üben, damit das Tier nicht so gefallen ist. Wie beim Kleinkind. Ja, genau. Ja. Ist oft nicht so anders. Ja. Ich kündige uns da mal an. Hallo? Also wir sind jetzt hier im Backstage-Bereich, das ist das historische Giraffenhaus. Besucher, die früher hier im Tiergarten waren, kennen das wahrscheinlich noch. Man konnte hier früher durchgehen als Besucher, hat es einen Gang gegeben. Das steht jetzt alles den Giraffen zur Verfügung. Und wir haben jetzt eben auch die Möglichkeit gehabt, hier diesen Trainingsstand aufzubauen. Da ist eine große Hydraulik wahrscheinlich, oder ist das? Mit einem Stand, den man offensichtlich rauf und runter fährt. Nein, der ist fix da oben. Da klettert man rauf. Genau, ja, das ist eine Plattform, wo man als Pfleger, als Trainer sich auf Kopfhöhe des Tieres auch befinden kann.
Unser Training ist ein Training durch positive Verstärkung. Mhm. Das heißt, es wird erwünschtes Verhalten bestätigt, belohnt, in der Regel durch Leckerlis, durch Futterleckerlis. Und wir haben hier eben die Möglichkeit, auf diese Plattform uns raufzustellen, das Tier mit sogenannten Targets in den Trainingsstand reinzuholen. Mhm. Targets sind so sogenannte Zielobjekte, wo das Tier zunächst einmal lernen muss, dass es da hinkommen soll, dass es das berühren soll. Das heißt, wir sprechen da, ich beschreibe es nur kurz, das sind so Stangen, große Bambusstangen, wo obendrauf an einem Ende so eine Art Wollknäuel in unterschiedlichen Größen und Farben draufsteckt. Genau, ja, da hat jedes Tier sein eigenes Wollknäuel. Okay. Ich verstehe. Und damit können wir sie dann hier zum Trainingsstand herholen und auch reinholen. Es ist ja auch eine Waage integriert. Mhm. Dreh da mal die Anzeige auf. Was wiegt denn eine erwachsene Giraffe? Also das schwankt auch wiederum sehr stark, je nach Art, Unterart und je nach Geschlecht. Also die Netzgiraffenweibchen haben jetzt so um die 700 Kilo. Mhm. Es können aber große, kräftige Bullen können auch 1000 Kilo oder mehr haben. Also etwas mehr als ein Pferd. Ja. Mhm. Ja. Es gibt hier auch verschiedene Klappen, verschiedene Öffnungen, wo man dann an verschiedene Körperteile gut herankommen kann, aber eben im geschützten Kontakt. Also der Pfleger, der Trainer ist nie unmittelbar beim Tier, aber man verschafft sich über diese Öffnungen dann doch Zugang zu den Beinen, zu den Hufen, wenn man auf der Plattform steht, zum Kopf, zum Hals. Was würde passieren, wenn der Pfleger, auch wenn das Tier in Kenter reingehen würde, wäre das gefährlich für ihn oder ist das eher ein Schutz für die Tiere, dass man keinen unmittelbaren Kontakt wählt? Also in der Regel würde vermutlich gar nichts passieren. Giraffen sind aber sehr schreckhaft, sind Fluchttiere. Mhm. Und wenn es irgendwo ein Geräusch gibt oder da draußen ein Fahrzeug vorbeifährt, das sie erschreckt, dann kann es passieren, dass sie panisch werden, dass sie austreten, dass sie mit dem Kopf herschlagen. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Das heißt, das ist eher sozusagen für das Tier oder für die Tiere, damit man die nicht unnötig irritiert oder nervös macht. Ja, wobei der Aspekt, den Sie erwähnt haben, ist es auch fürs Tier ein gewisser Schutz. Mhm. Das ist gar nicht so weit hergeholt, weil es gibt da schon auch Studien, die zeigen, dass sich Tiere im geschützten Kontakt dann auch etwas sicherer fühlen und etwas mehr eigentlich zulassen, als sie im direkten Kontakt tun würden. Okay. Also auch die. Da schaut jemand durch, ist jemand neugierig offensichtlich, jemand dran, ja, dass wir in seinem oder ihrem Stall unterwegs sind. Da sind ja gleich mehrere Herrinnen. Ist Besuch da, ne? Sind die jetzt, die verstehen jetzt, dass wir jemand sind, den sie nicht kennen und genau, die erkennen sie wahrscheinlich, oder? Vermutlich, ja, und dass das jetzt eher eine ungewöhnliche Situation ist. Dass hier eine größere Menschen. Nicht so lange stören und schon gar nicht irritieren. Wobei ich das jetzt als interessiert interpretieren würde. Ja. Genau, ja. Also sind die anderen beiden, denen sind mir egal, die fressen lieber, als dass sie sich mit uns beschäftigen. Kann ich verstehen, aber da ist eine, die uns die genauer schaut jetzt hat, genau. Jetzt kommt sie näher. Jetzt kommt sie ganz nah. Ja. Wunderbar. Sehr spannend, dass wir da reinschauen dürfen. Vielen Dank. Und ich würde sagen, wir schauen weiter zu den nächsten Tieren, die wir uns ausgesucht haben. Man könnte wahrscheinlich den ganzen Tag hier verbringen und zuschauen. Einen Giraffentag mitbegleiten. So, hallo, jetzt sind wir bei den Koalas. Hallo? Wir dürfen auch hier in den Backstage-Bereich. In den Hightech-Bereich. Ja, wow. Eine Spezialführung, genau. Damit wir. Stehen wir wieder eng. Und ein großes Kühlsystem offensichtlich. Damit wir und hier mehr zeigen können. Ist das Eukalyptus? Genau, ja. Also Koalas sind eine Futterspezialisten. Die Nachmittagsjause quasi. Hier wird schon. Das war die Jause von der letzten Nacht. Ah! Ich habe den Balasch gebeten, dass er das noch aufhebt, damit wir uns das anschauen können. Ja. Was nämlich beim Koala sehr spannend ist, ist natürlich das ganze Futterthema. Und wie viel er jeweils wovon frisst. Ich habe schon erwähnt, beim Koala ist es ja so, der schläft fast 20 Stunden innerhalb von 24 Stunden. Es ist daher in der direkten Beobachtung mitunter recht schwierig zu beurteilen, geht es dem gut? Ja. Hat er genug gefressen? Ist er zufrieden? Ist er satt? Und wir haben da so
eine Einteilung, ein Kriterium beim Eukalyptus, bei der beurteilt wird, wie viel von den Triebspitzen er tatsächlich gefressen hat. Der Koala frisst nämlich nicht alles von diesen Ästen, nicht die alten Blätter, sondern wirklich nur diese jungen Triebspitzen. Diese hier haben ihm offensichtlich nicht geschmeckt, also die sind übergeblieben. Kann die wer anderer brauchen? Wir können das im Schreckenhaus für Insekten brauchen. Ah, ja. Ja. Mhm. Ansonsten ist Eukalyptus für die meisten Tiere giftig, aber für die Insekten können wir das weitergeben. Ja. Und bei dem Eukalyptus, bei diesen Zweigen, sieht man recht schön, wie hier wirklich die ganzen jungen Blätter und Triebe restlos abgefressen wurden. Das ist interessant, da hat man zwei Sträuße liegen und bei dem einen ist eigentlich beim großen Teil nur mehr quasi das Gerippe übrig und das andere ist nur ein ganzes Büschel, weil alle Blätter eigentlich, das hat ihm gar nicht geschmeckt, offensichtlich. Das hat ihm scheinbar nicht zugesagt, ja, mit dem Feinspitz. War er nicht zufrieden. Man sieht, dass die Koalas immer genau prüfen, genau schnuppern an den Blättern und dann entscheiden, passt das für mich? Kann ich das fressen, auch eben vom Gehalt an Giftstoffen. Mhm. Und, also das heißt, dem Koala würde es auch schlecht gehen, wenn er zu viel davon fressen würde? Zu viel davon wäre auch für den Koala ein Problem, beziehungsweise die falschen Blätter sozusagen. Je älter die Blätter sind, umso mehr Giftstoffe sind enthalten. Mhm. Und da muss er dann für sich entscheiden, bis hierher und nicht weiter. Ja. Das heißt, der Koala, der frisst nur Eukalyptus. Das ist ein absoluter Futterspezialist, der sich wirklich ausschließlich von Eukalyptus ernährt. Das stelle ich mir irgendwie sehr aufwendig vor, wenn ein Tier auf eine Speise spezialisiert ist, auf ein Futtermittel. Das muss ja ein wahnsinniger Aufwand sein, Eukalyptus in diesen Mengen zu, weil wenn der ja nur einen Bruchteil davon frisst, oder? Genau, ja, es ist in der ganzen Logistik, in der ganzen Beschaffung wirklich sehr aufwendig, auch sehr teuer. Und warum hält man dann als Zoo trotzdem Koalas? Warum hält man Koalas? Weil man auch Koalas den Besucher näher bringen möchte. Die Biologie des Koalas als Beuteltier ja sehr spannend, auch sehr, sehr anders als bei anderen Säugern. Weil es schon auch so eine sogenannte Flagship-Art ist. Also es ist eine Tierart, wo man auch merkt, dass sich Besucher besonders freuen. Finden alle putzig. Sehen zu können, genau. Ja. Und, also Zoos, die wirklich auch Koalas und Pandas halten, gibt es ja in Europa nur sehr wenige und das ist schon auch ein besonderer Anreiz für Besucher. Wird auch geforscht mit den Koalas? Aktuell haben wir kein Forschungsprojekt, aber was bei denen zum Beispiel näher angesehen wurde, auch im Hinblick darauf, wie man die Haltung verbessern kann, war, wann haben sie ihre Aktivitätsphasen. Weil diese 4 Stunden wach sein, die sind auch gar nicht so sehr tagsüber zu finden, sondern eher so in den Dämmerungsphasen oder in der Nacht. Und man hat dann das wirklich auch gezielt beobachtet, protokolliert und anhand dessen entschieden, wann sollte der Futter bekommen, wann stört man sozusagen auch am wenigsten, wenn man da die Anlage reinigt, damit man da sozusagen den Tagesrhythmus am wenigsten noch stört. Und wir haben dann auch die Möglichkeit, über Kameras zu beobachten, nämlich vor allem dann auch uns die Nächte mal anzusehen. Das heißt aber, dass hier auch jemand 24 Stunden dann Dienst machen muss oder wie organisiert man das? Das eben nicht, aber wir haben Kameraüberwachung und dann auch Archivierung, was die Nächte angeht. Das heißt, man kann sich anschauen, was sie in der Nacht getrieben haben. Mhm. Genau, das ist auch ein fixer Bestandteil der Pflegetätigkeiten jeweils am folgenden Tag. Dann die Nacht durchzugehen und zu schauen, wie viel waren die aktiv, wann haben sie gefressen. Vermehren sich die Koalas freiwillig sozusagen in Gefangenschaft? Freiwillig ja, also dazu zwingen kann man sich schwer, aber es ist natürlich die Herausforderung dann auch festzustellen, Koalas sind Einzelgänger, also Männchen, Weibchen sind getrennt gehalten. Und wir müssen entscheiden, wann lassen wir sie zusammen. Warum werden die nicht gemeinsam gehalten? Weil jeder da für sich seinen Bereich in Anspruch nimmt. Also die würden sich so das ganze Jahr aber nicht vertragen, nicht verstehen. Okay. Da braucht jeder seinen eigenen Bereich. Aber man muss dann natürlich den richtigen Zeitpunkt finden, sie zusammenzubringen,
zur Fortpflanzung. Das heißt, das ist schon eine Form von Zucht. Also man überlässt es nicht der Natur quasi, sondern man züchtet eigentlich, indem man den Zeitpunkt da gezielt wählt, wo man die zusammenbringt. Also den Zeitpunkt gibt das Tier vor, aber wir müssen ihn erkennen. Ja. Und auch das ist ein E-Konzept. Ne? Ja. Getrennte Schlafzimmer und genau. Hin und wieder ein Zusammentreffen. Und auch das ist dann eben über die Kameras möglich, was man da nämlich sehr gut sieht. Die Tiere brüllen dann vermehrt in der Paarungszeit und überstrecken dabei den Kopf. Und das kann man da sehr gut auch erkennen an den Kameraaufzeichnungen, anhand dessen dann auch entscheiden, okay, die sind sehr aktiv, die haben wenig gefressen, die haben viel gebrüllt. Heute ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt. Weil ich gerade einen Aborigines sehe mit einem Koala-Bären hier auf einem Foto, haben die Pfleger mit den Koalas Kontakt? Da gibt es direkten Kontakt, ja. Und ich werde mal den Balasch fragen, wie es aussieht im Wirri. Ja. Sitzt der gut, ja. Der Balasch hat nämlich heute vorgehabt, den auch abzuwägen. Auch das machen wir regelmäßig. Und hier hinter Ihnen steht schon die Waage. Das ist nämlich sehr speziell bei einem Koala. Auch da soll er es bequem haben, soll er eben so einen Sitzast haben, dass er sich da wohlfühlt auf dieser Waage. Das heißt, wir können sehen, wir dürfen dabei sein. Ja, genau. Super. Ich würde ihn noch bitten, auf die Seite, damit ein Stückchen nach hinten von uns zu kommen. Und ich habe ihn vorher noch gefragt, ob er günstig sitzt, weil auch da legen wir das nicht ganz starr fest, sondern wenn es passt fürs Tier, wenn er entspannt ist, wenn er gut sitzt und sich gut nehmen lässt, dann ist es eine Möglichkeit, ihn abzuwägen. Kommt er schlafend oder wach? Ja, ich denke, er wird wach sein. Sonst wäre es aufgeregt. Sonst wäre es verdächtig. Na, Liri. Jetzt wissen alle, wie schwer du bist. Hm? Wir haben ein bisschen über 9 Kilo, die er heute auf die Waage bringt. Da sind wir zufrieden, gell? Super, gut gemacht. Und jetzt geht es wieder zurück in die Anlage. Wie man sieht, er kennt dieses Prozedere, das ist geübt. Er steigt richtig aktiv auf die Arme vom Wahnsinn. Pfleger rauf. Das heißt, die beiden sind ein gutes Team und der weiß, also der Pfleger, weil der Balasch weiß, wie er ihn nimmt. Genau. Und man hat gesehen, der Koala setzt sich von sich aus auf die Unterarme vom Pfleger und hält sich fest. Also das, genau, ja. Also das ist wirklich auch vom Tier her so ein aktives, ich mache da mit, ich setze mich da auf deine Arme, ich fühle mich da sicher und wohl. Also es ist dann schon auch wichtig, dass man dem Tier die Sicherheit gibt, dass man es gut und fest hält. Mhm. Das Tier hat ein Empfinden dafür, kann es passieren, dass ich da jetzt runterfall oder bin ich da wirklich ganz sicher? Und darum ist da schon ein gewisser Druck oder eine gewisse Sicherheit geben. Er hält sich fest, also, genau, also soweit ich das beurteilen kann. Wie lange braucht es, bis ein Koala seinem Pfleger oder seiner Pflegerin vertraut? Also da gibt es wahrscheinlich so Angewöhnungsphasen, oder? Wenn da jetzt ein Wechsel wäre in der Betreuung. Genau, ja. Also es ist wichtig, wenn ein neuer Pfleger hier beginnt, dass man sich da Zeit lässt, dass das Tier den Pfleger mal kennenlernt und auch umgekehrt. Und es gibt da auch gewisse Vorlieben, muss ich schon sagen. Also es ist nicht immer gleich ein gut eingespieltes Team. Manchmal dauert es ein bisschen länger, zwischen manchen funktioniert es gar nicht so gut und das ist dann auch was, worauf man Rücksicht nimmt. Gut, das wird bei uns Menschen, wir verstehen uns auch nicht mit jedem, weiß man ja vorher nicht, ob man sich versteht. Ne? Genau. Und, aber die beiden wirken, als würden sie sich super verstehen. Vielen Dank. Vielen Dank, ja. Super. Wie kommt ein Koala auf die Welt und was hat es mit dem Beutel auf sich? Ein Koala ist ein Beutelsäuger, das heißt, die Jungtiere kommen nach einer sehr kurzen Tragzeit, sehr schwach entwickelt zur Welt, sind winzig, nackt und eigentlich ziemlich hilflos. Das Einzige, was schon gut entwickelt und gut ausgebildet ist, sind die Arme. Und mit denen schafft so ein Jungtier dann in den Beutel zu klettern, saugt sich dann da an einer Zitze fest. Das ist dann auch eine eigentlich sehr fixe Verbindung. Diese Zitze schwillt sogar ein bisschen an und hängt da dann mal monatelang an dieser Zitze dran. Und bleibt in immer im Beutel drin? Geschützten Beutel, okay. Und also die Milch gibt er dann auf für den Eukalyptus? Ja, wobei unsere Miller, die schon sehr brav Eukalyptus frisst, hin und wieder immer noch ganz gerne ein bisschen Milch auch trinkt. Also so ein bisschen Komfortverhalten ist da dann natürlich auch dabei. Das heißt, da gibt es ein Jungtier? Sofern man das noch Jungtier nennen will, also in ihrem Kopf, sie ist noch eins, wir können gern schauen gehen, aber es ist eigentlich schon fast so groß wie das Muttertier. Ah, okay, dann schauen wir uns die Mila an. Ja.
Dann können wir noch raten, wer die Mama ist und wer das Jungtier ist. Ich hätte gesagt, das ist Miller. Das ist die Kleine. Ja, genau. Ja. Ein bisschen Babyface sieht man auch, ja. Aber sonst von der Größe schon. Ich hätte schon gedacht, dass mehr Koalas da drinnen sind. Das sind nur zwei, oder? Sie sagen, es sind Einzelgänger. Es sind Einzelgänger, oder? Ja. Und also Weibchen kann man eventuell. Die führen uns sowas vor. Ja. Wow, sehr, jetzt muss man kurz erklären, wie wenn wir es bestellt hätten, was man ja nicht kann bei Tieren, Gott sei Dank, aber die sind wahnsinnig aktiv. Ich bin ein bisschen überrascht, dass wir sie überhaupt in Bewegung sehen. Sie haben mir gerade erklärt, dass die so viel schlafen. Genau, es ist eigentlich nicht selbstverständlich. Wir hätten da jetzt auch 3 graue Kugeln vorfinden können, die vor sich hin dösen. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass da so eine Bewegung drinnen ist. Also die beiden Damen sind sehr aktiv. Die Mila wird im April 2 Jahre alt. Okay. Wie geht es Koalas mit dem, dass wir jetzt da stehen? Sehen uns die überhaupt durch die Glasscheibe auch oder nehmen uns die wahr? Stören wir die? Finden die uns spannend? Die nehmen uns wahr, die hören uns auch ein bisschen. Also es ist zwar Glas zwischen Tier und Besucher, aber so ein bisschen dezent im Hintergrund hört man es trotzdem, wenn man in der Anlage ist. Es sollte eben ein Ausmaß sein, das nicht störend ist. Also man sieht die dann auch ganz entspannt schlafen und ruhen. Aber sie nehmen uns schon wahr. Also das heißt, 20 Stunden Schlaf, 4 Stunden fressen? Fressen und dann ein bisschen rumhüpfen und vergnügt sein. Ja, das ist, glaube ich, ein recht entspanntes Leben. Klingt nach einem sehr gemütlichen Leben. Wie alt werden Koalas in Gefangenschaft? In Menschenobhut werden sie so um die 15 Jahre. Mhm. Und in der freien Wildbahn ist das anders, oder? Also vor allem Männchen werden in der Wildbahn nicht so alt. Die wechseln mehr herum, weil sie halt immer auch auf der Suche nach paarungsbereiten Weibchen sind und werden da leider sehr oft Opfer auch bei Verkehrsunfällen. Ah, okay. Gäbe es sonst noch einen natürlichen Feind oder ist es tatsächlich der Mensch mit seinen Fortbewegungsmitteln? In erster Linie leider der Mensch, ansonsten Hunde, die einen Koala auch gefährlich werden können. Oder das heißt, bei Jungtieren großer Raubvögel. Auf jeden Fall geschützter. Ja, und das ist auch was, was man generell sagen kann, dass die meisten Wildtiere in Menschenobhut ein höheres Alter erreichen als in der Wildbahn. Jetzt haben die da für ihre Körpergröße ein recht großes Gehege. Würden die sich wie bewegen oder wie weit? Was ist der Radius eines Koalas in der freien Wildbahn? Also wollen die überhaupt für herumturnen und laufen oder sitzen? Na gut, die schlafen 20 Stunden, die sitzen wahrscheinlich sonst mehr, oder? Also der Koala ist eher angehalten, Energie zu sparen aufgrund der Ernährungsweise. Die Mila straft uns gerade Leben, weil die hüpft da herum auf dem Baum und ihre Mama spaziert in die Gegend. Die sind beide gerade sehr aktiv, ja, wirklich, wirklich außergewöhnlich aktiv. Nein, aber in erster Linie wird der Bewegungsradius in der Wildbahn eigentlich dadurch definiert, wo gibt es was Gutes zu fressen, zu welchem Eukalyptusbaum möchte ich als nächstes. Genau, ja. Schau, Mila geht rückwärts. Na super, wir fühlen uns sehr geehrt, dass die beiden Damen. Mila packt sich jetzt wieder bequem in einer schönen Astgabel. Genau, unseren Besuch nutzen, wenn sie unterwegs sind. Gut, dann würde ich sagen. Vielen lieben Dank für die Koalas. Schauen wir wieder ein Haus weiter. So, wir sind da jetzt beim Panda-Haus bei der Renate Heider, die unsere Hauptpanda-Pflegerin ist, schon seit 2003, seit Beginn. Hallo. Hallo. Danke, dass wir dabei sein dürfen. Wir sind da jetzt im Panda-Haus Backstage und werden mit der Yang Yang eine Trainingseinheit machen. Die Trainingseinheiten haben vor allem den Grund, dass man das Tier aus der Nähe genau betrachten kann, dass man Untersuchungen machen kann, Behandlungen im Krankheitsfall. Was man da jetzt sieht, ist, dass die Yang Yang gelernt hat, die gelbe Markierung auf diesem Holzstab mit der Nase zu berühren. Und die Renate bestätigt das dann, dieses Verhalten, mit einem Pfiff. Und dann gibt es ein Stück Süßkartoffel oder einen Paprika als Belohnung. Die Yang Yang nimmt verschiedene Körperpositionen ein mit Hilfe dieses Targets, mit Hilfe dieses Stabs. Das heißt, sie steht auf, setzt sich hin. Jetzt legt sie sich gerade zur Seite. In dieser Position kann ich mir jetzt auch die Ohren zum Beispiel näher ansehen. So, Mäuschen, ich greife jetzt einmal zu dir. Ja, super.
Bist du verspielt heute, hm? Also wichtig ist für uns, dass wir da wirklich jeden Körperteil juckt's. Hm? Müssen wir kratzen noch ein bisschen? Sie lässt sich kraulen. Ah, super. Also, dass man da wirklich in der Lage ist, jeden Körperteil aus der Nähe anzusehen, zu berühren. Sie scheint sehr verspielt zu sein, oder? Ja, sie ist vor allem heute durch den Schnee sehr verspielt. Die Renate hat vorher gerade erzählt, dass sie draußen herumgetollt ist. Wie alt ist sie? Die Yangyang ist 2000 geboren, also die wird heuer 22. 22? Ja. Wie alt wird so ein Bär? Pandas werden im Menschenobhut so 30, 35 Jahre alt. Und die Yangyang ist 2003 zu uns gekommen. So, ich greife dich da jetzt mal an, Mädchen. Und wir haben dann recht bald mit dem Training begonnen. So, haltest du da mal den Fuß ein bisschen rüber. Sehr gut. Ah, das Fieber messen. Jetzt kommt Körpertemperatur messen, genau. Scheint sie nicht zu irritieren. So, muss mein Bob schon ein bisschen zusammenzwicken. Genau. Super Mäuschen. 36,9. Da sind wir zufrieden. So, dann würde ich gleich noch den Griff montieren für die Blutabnahme, für Blutabnahmetraining. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass die Tiere so gut gelaunt sind. Das war schon bei den Koalas so. Ich montiere jetzt einen speziellen Griff. Da muss sie den Arm durchstrecken. Genau, oder? Sie wird dann den Arm rausgeben, sich da in dieser Halterung festhalten. Und wir werden dann für die Blutabnahme üben. Wir werden das Stauen üben und die Manipulation beim Arm. Bleibt sie in Wien, weil ich habe gelesen, dass es da einen Austausch gibt mit chinesischen Zoos? Die Yangyang ist im Eigentum der Volksrepublik China. Wir haben einen Vertrag, der 2023 ausläuft, und wir werden versuchen, dann den Vertrag zu verlängern. So. Und ich habe auch die Utensilien für die Blutabnahme dabei, eine Nadel, damit sie das einfach kennt, damit sie das gewohnt ist. Stechen tue ich jetzt nicht, weil das ist jetzt nur das Üben für eine Blutabnahme. Aber ich berühre sie hier in dem Bereich, in dem der Tier jetzt dann tatsächlich Blut abnehmen würde. Ich manipuliere ein bisschen, ich zwicke ein bisschen, damit sie da einfach verschiedene Arten von Berührung, von Empfindung gewohnt ist. Was hast du? Ich bin fasziniert, wie positiv und sie auf Kommandos reagiert und kooperiert eigentlich. Ja, also wir haben hier verschiedene Zeichen, Hörzeichen, Handzeichen, die sie gelernt hat. Und es ist im Endeffekt dann in ihrer Entscheidung, ob sie das durchführen möchte oder nicht. Sie weiß, sie kann sich ein Leckerli verdienen, wenn sie mitmacht, wenn sie kooperiert. Und wir halten diese Trainingseinheit noch immer recht kurz. Das ist maximal 7-8 Minuten. Und wir schauen, dass wir zu einem Zeitpunkt beenden, wo sie noch mit voller Konzentration dabei ist, wo sie noch Spaß macht. Solange es Futter gibt, offensichtlich. Gut, das wird lang schmecken. So, dann ist hier in dieser Position auch eine Krallenkontrolle gut möglich. Die schauen alle schön aus. Super schon, gell? Super schon. Ja. Sehr spannend. Wahrscheinlich glaubt sie, wenn ich die Maske auf habe, dass ich auch ein Panda bin. Hat der viele lustige Pandas. Vielleicht noch einmal Zähne schauen, du hast zwar vorher schon, aber da habe ich nicht mitgeschaut. Da sieht man schön kräftige Bärengebiss. Das ist jetzt das Schlusssignal, das sie auch kennt, dass jetzt die Trainingseinheit beendet ist. Sie kriegt die leeren Handflächen gezeigt.
Aha. Bist du motiviert, gell? Na, kommt raus und gibt's Bambus. Als Nachspeise. Wir haben da zwischen Innen- und Außenanlage eine Waage, auch da ist ein Gewichtscheck möglich. Okay, das heißt, es wird jetzt die Panda-Dame kommt jetzt auf die Waage. Gewogen. Und die kennt das und macht das gerne, weil sie es weiß, dass wie oft muss ich das machen? Jeden Tag? Oder? Es wird zweimal am Tag das Gewicht kontrolliert und dann auch protokolliert. Drüber gehen tut sie öfter, weil das einfach eben die Verbindung ist zwischen Innen- und Außenanlage. Sehe ich da Feigen drinnen? Auch, ja. Schau, es ist aber ein tolles Menü. Karotten, Feigen und Flechten, oder? Oder was ist das? Das ist Panda-Brot. Das ist Panda-Brot, speziell, speziell. Und es schmeckt ja offensichtlich. Geht da raus, schauen wir danach. Wie viel Gewicht haben wir? 94,5. Wumm. Bringt sie auf ein stattliches Gewicht. Und zweimal am Tag heißt, dass das ein sensibles Thema ist und deswegen muss man es so häufig machen? Oder? Es ist ein sensibles Thema, aber auch ein spannendes Thema, weil die enorme Schwankungen haben. Aha, also okay. Das kann wirklich innerhalb von einem Tag um 7-8 Kilo echt, variieren. Ja. Wow. Weil die oft sehr viel Bambus fressen. Ah, okay. Also im Schnitt sind es 5 Kilo, würde ich sagen. Ja. Und dann Schwankungsbreite ein paar Kilo. Wow. Am Tag gut Bambus fressen. Das heißt, man versteht, dass man viel drauf schauen muss, ob das passt, das Gewicht. Und jetzt geht sie hinaus ins Freigelände, fertig mit der Arbeit. Holt sich noch ein Leckerli. Aber ein bisschen auf Futter wäre schon noch fesch, sagt sie. Das wirkt sehr vertrauensvoll im Umgang, oder? Ja. Dann sagen wir Dankeschön. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Sehr aufregend. Meine erste Panda-Waage. Die Panda-Dame, jetzt bewegt sie sich. Super spannend, dass wir da auch drinnen mit dabei sein durften. Wir haben uns aufgeteilt, weil man nicht unbegrenzt an Personen da reingehen kann in den inneren Bereich. Was habt ihr da drinnen angeschaut, Christoph? Die Yang Yang, richtig? Ist herausgekommen in einen Betreuungsbereich, in einen Käfig, also keinen so kleinen, aber einen Käfig eben. Und die Betreuerin hat begonnen, mit ihr zu arbeiten, würde ich sagen. Das war keine Dressur, sondern eher ein kooperatives Miteinanderarbeiten. Was und ist da genau passiert? Die Panda-Dame reagiert auf Tonsignale, Berührungen und Gestik, würde ich mal. Stimmt das? Ja, kann man. Habe ich was vergessen? Ja, also ja sie, auch auf Verbales, also auch auf... Sie agiert ungefähr wie ein, ich würde sagen, 3,5-jähriges Kind. Kann man wahrscheinlich ganz gut vergleichen. Also sie hat gelernt, verschiedene Hörzeichen, Körpersprache zu deuten. Und Futter habe ich vergessen. Futter als Belohnung, ja. Es ist im Training durch positive Verstärkung, also es wird jedes erwünschte Verhalten, das sie zeigt, wird belohnt. Und dazu gibt es Gemüsestücke, als Spezialleckerli hat es halt auch Feigenstücke gegeben. Und sie hat auf dem Weg gelernt, verschiedene Positionen einzunehmen, sich herzusetzen, aufzustehen, auf den Rücken zu legen. Und wir können dann zum Beispiel die Körpertemperatur messen, haben wir gerade auch gemacht. Wir können die Zähne aufgeben. Spritze geben, Zähne kontrollieren, Blutabnahme haben wir geübt. Und das gehört eben so zur Tagesroutine, zum Standardprogramm, sage ich mal, dazu. Ist somit für alle sehr entspannt möglich. Es ist eher so ein spielerisch aufgebautes Üben, wo sie gelernt hat, ja, die wollen da irgendwelche lustigen Dinge von mir und wenn ich mitwache, kriege ich Leckerlis. Sie hat auch nicht getratzt oder versucht, irgendwie ein bisschen zu schnappen oder so. Das ist recht nichts, entspannt ja. Gewirkt, war total entspannt, die junge ja. Dame, oder? Auch jetzt da auf der Waage. Ich habe die Waage mit begleiten dürfen und gelernt, dass die von einem Tag auf den anderen eine große Schwankungsbreite beim Gewicht haben können, was ich auch spannend finde, weil das ist eher ungewöhnlich. Ne? Weil wie beim Menschen. Ja, 5 bis 7 Kilo Unterschied ist für einen Tag Unterschied viel. Ich denke jetzt gerade, weil wir ja immer auf der Suche sind bei dieser Staffel nach der Definition des Tierwohls. Ja. Kann das sein oder mein Eindruck ist ein bisschen, dass Zootiere, dass man da vielleicht am besten weiß, fühlen sie sich wohl, weil die so intensiv betreut werden und weil man so akkurat und kontinuierlich auch beobachtet, misst, schaut, überprüft,
die Pflege natürlich auch sehr intensiv ist, oder? Die werden ja sehr intensiv betreut. Das hat man ja bei wenig anderen Kategorien an Tieren, oder? Weder bei den Haus- und Heimtieren. Ich hätte nicht gedacht, dass es so intensiv ist, das muss ich auch dazu sagen. Ja. Ja. Also es ist sicher, wenn man es jetzt zum Beispiel mit Nutztierhaltung vergleicht, ist hier eine andere Beziehung gegeben, ein anderes sich kennen auf individueller Basis. Also es ist schon auch wichtig, dass man sehr gute Artenkenntnis hat, dass man weiß, was ist für diese Tierart wichtig. Sind die einzelgängerisch, sind soziale Tiere, wovon ernähren sie sich, was haben sie für ein Wärmebedürfnis, welche Verhaltensweisen sind wichtig, Klettern, Baden, Sandbaden. All das muss man natürlich wissen, aber dann geht es eben noch einen Schritt weiter zu den Kenntnissen des Individuums. Und da ist eben wirklich dann auch der Pfleger gefragt und dieses tägliche Zusammenarbeiten, dieses tägliche Interagieren und schauen, was hat dieses Individuum dann noch im Speziellen für Bedürfnisse und wie kann man dem nachkommen. Wie werden eigentlich Pfleger ausgebildet? Das scheint ja ein äußerst anspruchsvoller Job zu sein. Tierpfleger ist ein Lehrberuf, wo die Ausbildung 3 Jahre dauert. Also auch hier im Tiergarten Schönbrunn bilden wir jedes Jahr etwa 5 Lehrlinge aus. Sie haben auch einen Theorieteil in der Berufsschule, aber vor allem sehr viel Praxis hier vor Ort. Sie durchlaufen alle Abteilungen und entwickeln in dieser Zeit aber dann meist auch schon so eine gewisse Tendenz Richtung Vögel, Richtung Großsäuger, Richtung Aquaristik, auch ein spezielles Interesse. Und dem versucht man dann natürlich auch nachzugehen. Weil je mehr Interesse gegeben ist, je mehr Begeisterung für einen Bereich, umso besser ist die Arbeit. Das schaut ja recht, wirkt recht intensiv, also im Sinne von Betreuung pro einzelnen Tier. Um wie viele Tiere muss sie im Schnitt, oder kann man das irgendwie sagen, ein Pfleger, eine Pflegerin hier kümmern? Weil es wirkt ein bisschen so, als hätte jedes Tier seinen persönlichen Betreuer oder Betreuerin. Ja, es ist natürlich Teamarbeit. Es muss jeder auch im Urlaubsfall oder im Krankenstandsfall vertreten werden können. Aber es ist schon richtig, dass es fast überall auch so Hauptpfleger gibt, die wirklich über lange Zeit schon sehr intensiven Kontakt mit den Tieren auch aufgebaut haben und das Tier sehr gut kennen oder die ganze Arbeit sehr gut kennen. Wir haben sogenannte Reviere, in denen eine gewisse Anzahl an Tierarten fällt. Es ist wichtig, dass jeder Pfleger aus diesem Bereich, es sind meist so zwischen 7 und 10 Pfleger pro Bereich, dass da jeder Pfleger auch bei jedem Tier sich auskennt und eingesetzt werden kann. Aber es gibt eben auch diese Spezialisierungen. Und die Renate Heider, die jetzt gerade das Training mit der Yangen gemacht hat, die sind wirklich schon seit 2003, seit Beginn der Panda-Haltung hier tätig und kennt die Tiere natürlich perfekt. Ja. Das kostet ja wahrscheinlich sehr viel Geld, weil eben betreuungsintensiv, viel Aufwand, die Trainings, das Material, das Futter und, und. Wie finanziert sich der Zoo Schönbrunn? Ich vermute, also Eintritt zahlt man ja als Besucher, dann wird es wahrscheinlich Spenden oder Sponsoren geben, keine Ahnung, und auch die öffentliche Hand wahrscheinlich, weil Sie haben den Bildungsauftrag angesprochen. Das heißt, es gibt ja auch ein Interesse der Republik, dass man den Zoo erhält. Steht ja auch im Eigentum der Republik. Steht im Eigentum der Republik, ja. Also so im Tagesgeschehen, die Futterkosten, die Gehälter, der Energieaufwand, das wird über die Eintritte finanziert. Es gibt die Möglichkeit, dass man Patenschaften für Tiere übernimmt. Das liest man und hört man immer von Politikerinnen, oder? Dass auch, es ja. Gibt. Auch, aber auch viele sonstige Privatpersonen, die da besonderen Gefallen finden an einem Tier oder die das weiterschenken. Wir hören da gerade vielleicht zur Erklärung im Hintergrund, wie die Pflegerin der Pandas frischen Bambus organisiert. Tonnenweise. Für die Herrschaften. Tonnenweise. Genau. Ja. Es wird da gerade der Bambus für die Nacht hergerichtet. Ja. Das ist der Lärm im Hintergrund. Ja, und ansonsten wird bei Anlagen, Neubauten oder Umbauten dann schon noch was zugeschossen. Aber wie gesagt, im Tagesgeschehen ist alles über die Eintritte abgedeckt. Das heißt, Sie haben nach wie vor, da ziehen viele Besucherinnen an und können da auch gut Geld lukrieren für die Erhaltung des Zoos und die Weiterentwicklung wahrscheinlich auch, nicht? Ja, also im Großen und Ganzen, ja. Es gibt auch viele Jahreskartenbesitzer, die uns wirklich sehr regelmäßig besuchen. Das ist auch eine sehr günstige Form des Eintritts. Nicht, bist du Jahreskartenbesitzer? Nein, aber meine Panda-Damen zu Hause haben jeweils eine. Sind Jahreskartenbesitzer. Ja. Na, schau. Sehr schön, ja. Super, na, dann würde ich sagen, schauen wir weiter. Ja, zu den letzte Station, Bewerfen. Ich habe es
nachgelesen. Ja? Und ja. Das Interessante ist ja, wenn man sich das englische Original anschaut, dass diese Tiere offensichtlich zusammenleben in der freien Wildbahn. Das sind nämlich Berber-Makakenaffen und Berber-Schafe. Genau, das sind die, im Englischen die Barbary-Makaks und Barbary-Sheep, im Deutschen Berber-Affen und Mähnenspringer. Ist in der Wildbahn eine Vergesellschaftung und eben auch in, bei uns im Tiergarten Schönbrunn. Das heißt, die haben nicht gerauft am Anfang, sondern die kennen einander von draußen. Und das waren die Letzten, die kein Gehege hatten. Die mussten da zusammen wohnen. Eine WG. Ja, die haben sogar ein ganz tolles neues Gehege bekommen, das ist letztes Jahr eröffnet wurde. Bei einer Vergesellschaftung von mehreren Tierarten ist es immer sehr spannend, weil sich die natürlich zum einen gegenseitig auch viel Abwechslung bieten können und weil es so viel Interaktion gibt. Viel mentale Stimulation auch. Man muss aber natürlich auch schauen, dass für beide Arten auf der Anlage alles zu finden ist, was so an Bedürfnissen besteht. Also sowohl von den Futterstellen her, von den Ruheplätzen her, Klettermöglichkeiten. Und ich glaube, das ist bei dieser Anlage sehr gut gelungen. Für die Anlage selber ist meine Kollegin, die Simone Haradauer, verantwortlich. Ich bin da in der Weise involviert, dass wir bei den Berberaffen auch viel Training machen und auch die Übersiedlung von einer alten Anlage hierher mittels Training sehr gut bewerkstelligen konnten. Wir haben mit denen nämlich geübt, in Transportkisten zu gehen und konnten sie so ohne Narkose, ohne Betäubung sehr stressfrei hierher bringen. Kein Berberaffe entkommen. Es ist Gott sei Dank auch keiner gekommen, ja. Aber jetzt ist es sehr kalt heute, wo wir das aufnehmen. Da liegt auch Schnee im Gehege. Ja. Und da sitzt trotzdem einer von den Affen, zumindest einen sieht man gerade heraus, und mümmelt dann irgendwas gemütlich herum. Dem ist nicht kalt. Also kennen die das von der, dort, wo sie ursprünglich herkommen? Woher kommen die, sagen wir so? Die sind im nördlichen Afrika zu Hause. Das heißt, sie kennen kalte Temperaturen. Sie kennen kalte Temperaturen, können damit sehr gut zurechtkommen. Aber wir wollen ihnen natürlich schon auch so Komfortzonen da in der Anlage bieten und es gibt ihnen Nischen bei diesen Felsstrukturen hier, immer wieder integrierte Wärmeplatten, Wärmepaneele, wo sie sich dann zusammenkuscheln und draufsetzen können und so dann doch ein bisschen wohlige Temperaturen da auch haben. Man hat jetzt gerade gesehen, wie die Mähnenspringer, die stellt man sich ein bisschen vor, ich würde sie beschreiben für unsere Hörer, wie eine Mischung aus Ziege, Gams, und Steinbock irgendwo in der Optik. Die sind jetzt gerade zum Heu hin und futtern dort. Und der Affe ist aber schon weg, wie die gekommen sind. Das heißt, die gehen schon, also man geht sie ein bisschen aus dem Weg. Jein, also es ist mitunter schon ein respektvolles Verhältnis, aber sie verstehen sie im Großen und Ganzen sehr gut. Und was sehr lustig oft zu beobachten ist, ist, dass sich die Affen mitunter auf die Rücken der Mähnenspringer raufsetzen. Und reiten auf denen. Und auf denen reiten, beziehungsweise die Lausen, die Grumen, die Mähnenspringer genießen das auch. Ja. Und so. Das heißt, man nützt einander auch. Es steht hier auf den Schildern vor diesem neuen Gehege auch, dass es ein Projekt zum Schutz der bedrohten Berberaffen gibt, das der Zoo Schönbrunn unterstützt. Genau, das ja. Das hat es damit auf sich. Also wir versuchen auch diverse Projekte in der Wildbahn, sei es jetzt wissenschaftliche Projekte, sei es Artenschutzprojekte, Forschungsprojekte, eben auch zu unterstützen in der Kommunikation, eben wiederum Bewusstsein schaffen beim Besucher, aber auch durch finanzielle Unterstützung, durch wirklich auch Austausch zwischen Forschern, zwischen Wissenschaftlern. Sind das Wildtiere oder gezüchtete Tiere? Sind zugeboren. Also es ist wirklich der Gutteil unseres Tierbestands ist zugeboren. Macht man das überhaupt noch heute, dass man Wildtiere, weil sie in einem Zoo nicht verfügbar sind oder keine Ahnung, überhaupt noch einfängt für die Zoohaltung? Oder gelingt es heute, oder ist das ein Ziel, keine Ahnung, dass man heute Zoobestand aus Zoobestand nachzüchtet? Also Ziel ist absolut Zoobestand aus Zoobestand. Was manchmal vorkommt, ist, dass Tiere geschmuggelt werden und dass die dann im Tiergarten Schönbrunn unterkommen. Okay. Also dass bei einer Beschlagnahme am Flughafen Wien zum Beispiel dann der Tiergarten verständigt wird. Ja. Und sie holen das Tier ab. Die Tiere dann geholt werden. Ja. Schauen wir kurz rein? Schauen wir kurz rein, ja. Ich würde da ganz gern zum einen auch wiederum die Vorrichtungen für Training herzeigen, die da auch gleich eingeplant wurden.
Hallo. Da steht Futter in rauen Mengen. Hallo. Hallo. Hallo Marco. Reinkommen? Hallo, die Küche. Ist das? Da sitzt ja wer. Oh, ich muss dir schimpfen mit uns. Ah, das ist ja cool. Wir stehen jetzt im Backstage-Bereich, wo es mörder viel Salat und Paprika und alles Mögliche gibt. Wird da gerade hergerichtet, die nachmittags hier aus. Ja? Und über uns ist ein Gang. Ein Berberaffe. Aus dem Gehege, wo zwei Herrschaften sitzen und schon ganz neugierig warten, was die rausbringt, oder? Genau, der Chef der Gruppe, der Bart, sitzt da direkt über uns, ja, und beobachtet das Geschehen. Und dieser Gang hier hat eben auch die spezielle Trainingsmöglichkeit. Wir haben hier ein Element, das man gesondert auch abriegeln könnte, rausnehmen könnte. Man kann über Training beim Tier sehr viel kontrollieren, sehr viel behandeln. Manche Dinge gehen dann doch zu weit. Also würde wirklich mal eine Operation oder eine schwierigere Untersuchung anstehen, müsste das Tier in Narkose gelegt werden. Und das ist aber dann auch hier eben sehr gut und einfach möglich. Wir üben mit den Tieren, dass sie da reinkommen, dass sie sich berühren lassen, dass man eventuell eben auch eine Spritze geben könnte. Mhm. Und aber jetzt, also vielleicht täusche ich mich, aber jetzt hat man den Eindruck, dass die beiden, die da gerade oben waren, dadurch, dass wir herinnen sind und uns kennen sie nicht, ein bisschen irritiert sind, oder? Das kann sein, ja. Also ich finde, die machen auch einen sehr relaxten Eindruck eigentlich. Ja, aber findest du nicht, der wirkt ein bisschen so, der denkt sich gerade, was macht sie da in meinem Revier bei meinem Futter? Aber ich glaube, am besten kann das der Marco beurteilen, der kennt die Tiere am besten. Wie ist dein Eindruck vom Bad? Ja, wie gesagt, es sind jetzt auch ein bisschen viel Leute, aber er ist jetzt nicht verschreckt, aber er ist sicher mal, er schaut sich das Ganze an. Mal beobachten und entscheiden, was tut man als nächstes. Geht man lieber oder schaut man sich es noch länger an? Hier wird auch die Barriere aufrechterhalten zwischen Mensch und Tier? Also nicht grundsätzlich. Die Tiere werden nicht im geschützten Kontakt gehalten. Die Pfleger gehen zu den Tieren auf die Anlage. Aber wie wir vorher auch schon kurz gesprochen haben, es kann in gewissen Trainingssituationen von Vorteil sein, das dann trotzdem im geschützten Kontakt zu machen. Es gibt auch dem Tier eine gewisse Sicherheit, zu wissen, da ist eine Barriere dazwischen, bis hierher und nicht weiter. Und so kann man gewisse Untersuchungen oder Trainings sogar so besser machen. Sind es nicht auch Berberaffen, die in Gibraltar den Felsen bewohnen? Genau, ja. Ah, ja. Genau. Ja. Wir haben da drinnen, glaube ich, auch noch eine Transportkiste stehen. Also man sieht, dass dieser Gang, von dem wir gerade gesprochen haben, der geht ja in einen anderen Teil von einem Gehege, wo auch Tiere sitzen. Genau. Und da ist noch eine von diesen Transportkisten, von denen ich vorher erzählt habe, mit denen wir in der alten Anlage geübt haben und mit denen wir die Tiere hierher bringen konnten. Fein, dann wollen wir die Nachmittagsjause nicht länger stören. Schaut aus wie in einem Restaurant. Es schaut köstlich aus auf jeden Fall. Man kriegt direkt einen Toaster und man wartet, ob man auch was kriegt vielleicht. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Sehr vielfältig auf jeden Fall die vegetarische Küche hier. Ja, es gibt auf der Anlage auch so spezielle Futtermöglichkeiten für die Affen. Und zwar sind das so Spalten in diesen Felsstrukturen, die von einer Seite von den Pflegern sehr einfach befüllt werden können. Da gibt es eigene Abdeckungen mit Riegel. Da kann der Pfleger Futter einfüllen und der Affe kann dann von der anderen Seite in diesen Felsspalt greifen und sich da das Futter herausholen. Also auch da wieder der Beschäftigungsaspekt. Und da gibt es ganz viele solche Stellen, weil was gerade bei großen Gruppen eben auch wichtig ist, ist, dass alle Tiere da möglichst gut Zugang dazu haben und dass nicht ein dominantes Tier das dann monopolisiert und alles für sich beansprucht. Alle. Wie würde man hier bei den Affen merken, wenn es ihnen nicht gut gehen würde? Woran erkennt man das? Ja, bei den Affen kommt natürlich wiederum darauf an, in welcher Weise es dem Tier vielleicht nicht gut geht. Es kann sein, dass das Tier apathisch wirkt, es kann sein, dass die Nase rinnt, es kann sein, dass die Augen rinnen, je nach Erkrankung. Okay, aber das heißt, die Erkrankung wird sofort auffallen, wenn da irgendwas nicht passt. Also den Pflegern, die hier tagtäglich tätig sind, die wirklich auch jedes einzelne Individuum persönlich kennen, unterscheiden können, auch genau Bescheid wissen, wie sind die Dominanzhierarchien, wie ist die Sozialstruktur im Moment aufgestellt. Das ist nämlich bei den Berberaffen auch sehr spannend, dass
ändert sich immer wieder. Okay. Das ist nicht fix, das wird sich nicht einmal ausgemacht und dann ist es. Der Chef, der da oben sitzt, ist nicht immer der Chef. Der Chef schon, okay. Aber der Rest der Bande muss sich immer wieder neu ausmachen. Und da wissen dann eben auch die Pfleger immer am besten, wer da gerade rangmäßig über wem steht und wer worauf besonderen Anspruch hat. Und da ist es auch wichtig, das zum einen zu wissen, aber darauf auch einzugehen. Mhm. Also da kann man nicht gegenwirken, ja, oder gegensteuern, sondern das ist so. Das hat man eben auch zu respektieren. Und entsprechend hat der Chef das Vorrecht, die meisten Leckerlis zu kriegen und in der Küche zu sitzen. Ursula, wie ist dein Eindruck jetzt vom Tiergarten Schönbrunn? Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Ist es anders? Ich bin sehr aufgeregt, weil wir an Orten waren, wo man als normaler Besucher nicht hin kann und so viele Erklärungen bekommen haben. Vielen Dank dafür, viel gelernt. Ein paar Dinge, also massiv Temperatur empfinden und wo fühlt sich welches Tier wohl, das finde ich spannend. Bei den Pandas war ich sehr überrascht. Hier jetzt das Zusammenleben von, ich sage immer Steinböcke, es sind keine Steinböcke, oder sie erinnern mich an unsere Steinböcke, uns, ja, gemeinsam mit den Affen. Also wer versteht sich mit wem, wer braucht was, wer frisst was. Ich habe viel gelernt und denke, wir sind dem Thema Tierwohl oder der Frage des Tierwohls ein bisschen näher gekommen mit unserem Besuch hier. Also ich bin begeistert. Ich finde, der Aufwand, der getrieben wird, ist wesentlich höher, als ich mir das vorgestellt habe. Also für mich ist das weniger ein Zoo sozusagen, sondern ich habe irgendwie so einen kooperativen Eindruck, ja, auch hier. Da schaut es aus wie in einem Luxusrestaurant und über diesem Mise en place sitzt ein Berberaffe. Ja. Also es ist auf einem, gefühlsmäßig für mich, auf einem enormen Level, was für mich dann irgendwie auch ein wenig erklärt, dass der Wiener Tiergarten so top gerankt ist international. Man kann es dann nachvollziehen. Man kann es nachvollziehen. Genau, wenn du irgendein Plakat siehst und da steht bester Tiergarten Europas oder der Welt, egal, ja, weißt du nicht genau warum, aber wenn du dann herkommst und siehst, was hier eigentlich für ein Aufwand getrieben wird, ist beachtlich. Vielen Dank für Ihre Zeit und danke, dass wir diese Einblicke bekommen haben. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie zu Besuch hier waren, dass wir ein bisschen aus dem Hintergrund auch zeigen konnten. Und ich hoffe, dass es die Hörer auch interessieren wird. Mit Sicherheit. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerrand.io.